Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und es ist wirklich wahr, dass ich so schlecht war am Klavier, dass die Musiklehrer gesagt haben zu meinen Eltern und meinem Vater, Sigmund Nimske, das war einer ganz großen Opernstars. Jeder hat gedacht, der muss ja irgendwie das in der DNA haben. Die haben wirklich gesagt mit 9 Jahren, also hören Sie auf, der ist untalentiert, das bringt nichts. Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Komponisten und Produzenten Deutschlands. Daneben steht er selbst als Musiker regelmäßig mit Superstars auf der Bühne. Über 2 Millionen Musical-Besucher, Theaterpreis, Musical Awards, ARD-Fernsehpreis und vieles mehr. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Frank Nimskern. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Hallo. Eine Musikerkarriere, die seinesgleichen sucht, sehr vielfältig. Wie begann die Volksgeschichte damals? Wann war so zum ersten Mal das Gefühl da, Musik begeistert mich? Also es ist ganz lustig, weil ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und es ist wirklich wahr, dass ich so schlecht war am Klavier, dass die Musiklehrer gesagt haben zu meinen Eltern und meinem Vater, Sigmund Nimske, das war einer ganz großen Opernstars. Jeder hat gedacht, der muss ja irgendwie das in der DNA haben. Die haben wirklich gesagt mit 9 Jahren, also hören Sie auf, der ist untalentiert, das bringt nichts. Und der Witz war einfach, dass ich war nicht gut im Notenlesen, aber was ich konnte, ist, ich habe ein wohltemperiertes Klavier genommen von Bach oder Churchill's Corner von Debussy und habe, weil ich die Noten nicht lesen konnte, habe ich einen anderen Akkord gefunden, andere Noten gefunden. Und es ist wirklich so, dass ich aus meiner Untugend heute eine Tugend gemacht habe. Ich wurde Komponist, ich habe meine eigenen Stücke geschrieben. Aber in der Klassik war das alles so formatiert, dass es Improvisation nicht gab. Und somit kam ich dann, irgendwann habe ich mir eine Meatloaf-Platte gekauft und habe dann gesehen, oh, mit Jim Steinman, wie das, es geht ja auch so mit Rock'n'Roll. Dann habe ich Jazz angefangen, ich habe Improvisation. Also ich habe, meine ganze Laufbahn ist eigentlich von der Klassik weg, Freiheit zu suchen, für meine eigene Kreativität. Und heute komme ich wieder zur Klassik, wieder zurück. Also, aber eigentlich sollte ich Arzt werden oder irgendwas anderes. Also nach den, das ist, und deswegen habe ich mir gedacht, naja gut, und dann hatte ich ein traumatisches Erlebnis. Da war ich 10 Jahre alt und mein Vater hat mit Herbert von Karajan in der Berliner Philharmoniker diese berühmte Parsifal-Aufnahme gemacht. Und wir saßen im Aufnahmeraum und Karajan, die hörten die Aufnahme ab. Das ist ja heute eine Referenzaufnahme mit Peter Hoffmann und Dunja Vecevic. Und er schmiss mir seine ganze Partitur von Wagner, Parsifal, zweiter Akt, und sagte, Nimske, Julia, wo sind wir? Und ich war fix und fertig und alle schauten rum. Und ich dachte, jeder weiß, der Wagner, zweiter Akt, weiß, das ist unmöglich. Ja? Und das hat mich so fertig gemacht, weil da so ein Drill war in der Klassik, dass ich gesagt habe, ich möchte nie in die Klassik gehen. Und habe dann seitdem quasi, habe ich mir alles andere angehört. Und aber die natürlich die Ausbildung blieb. Ich habe auch am Mozarteum studiert und so weiter, aber eigentlich so in die Klassiken, dieses wollte ich eigentlich nie. Also somit war der Weg gar nicht so erfolgreich, sondern er ist eigentlich über Umwegen. Und dann war es natürlich so, als die Pubertät kam, habe ich gemerkt, ich kann eigentlich mit der Gitarre viel besser Mädchen beeindrucken und habe dann Gitarre angefangen zu spielen. Sie haben jetzt kurz den Vater erwähnt, der ja einen großen Namen hat. Mhm. War Ihr Vater irgendwie Vorbild für Sie dann auf dem Weg zum Musiker oder in der Musik? Nein, weil ich, also natürlich war das, ich habe das, wird man als Kind, sind wir in New York, in San Francisco und Chicago in Mariner Scala aufgewachsen, wie andere Kinder zum Fußballplatz gehen. Und wenn ich heute eine Tosca höre oder was weiß ich, den Ring des Nibelungen, dann ist das für mich wie Butter, wie Muttermilch. Das ist für mich nichts Außergewöhnliches. Das ist höchstwahrscheinlich in mir so verankert, dass ich irgendwie heute auch sehr viel orchestrale Musik vielleicht leichter schreiben kann als andere Leute, weil mein klassischer Background hat ist wie eine Bibliothek bei mir. Und deswegen Vorbild, ich bin da unglaublich dankbar dafür, aber ich habe den Drill, den die hatten und den Druck, den die hatten, der war teilweise unangenehm. Auch hier in der Wiener Staatsoper, würde ich nicht vergessen, mit Klakören, wo Leute hinter die Bühne kamen und haben dann gesagt, Herr Nimskern, hier geben Sie uns 1000 D-Mark, sonst werden Sie heute ausgebuht. Das war damals in Wien, ich weiß nicht, wie das heute noch ist, aber Wien war gefürchtet. Wow. Wiener Staatsoper war gefürchtet von Klaköre. Ich dachte als Kind,
Ich dachte, what the fuck, was ist hier los und so weiter. Und das war wirklich so, dass teilweise oben dann Leute waren, die haben dann gesagt, sind in der Pause gekommen und haben gesagt, wollen Sie heute Erfolg haben oder wollen Sie ausgebuht werden? Ja. Und deswegen war das nicht immer so gala-like, wie es immer dargestellt wird. Sie haben jetzt kurz erwähnt, so quasi die Anekdote mit der Gitarre dann auch die Mädchen beeindrucken. Ja. Wie ging es dann quasi weiter? Was war dann so quasi die ersten Erfolge, die ersten Herausforderungen auf dem Weg dann? Naja, den eigenen Weg zu finden quasi? Ich habe dann mit relativ jungen, als ich schon während der Schulzeit war, ich eigentlich auf Tournee gewesen mit Pete York, hat er mit 18 die ARD-Serie Super Drumming gedreht, da war ich 19. Ja, also das weiß kein Mensch mehr, aber ich habe dann mit John Lord gespielt, mit Ian Paice, mit Billy Cobham und bin dann über diese Jazz-Fusion, Jazz-Rock-Ecke immer mehr dann auf Tournee gewesen, habe Solo-Records gemacht und irgendwann hat Chaka Khan mich quasi gehört und hat gesagt, die hat eine europäische Band gesucht und dann wurde ich Musical Director mit 26, 27 für Chaka Khan. Und dann war es einfach so, da war mir, ich glaube mit 28, war ich auf Tournee und Klaus Doldinger, der Filmkomponist, rief an und sagte, pass mal auf, ich habe dann ein Angebot bekommen für den Friedrichstadt Palast Berlin. Aber der war halt so busy, dass er gesagt hat, er hat dem Intendanz dort, der Friedrichstadt Palast Berlin, das war direkt nach dem Mauerfall, empfohlen, er kennt da jemanden, der ist jung, billig und willig. Und das war ich. Und so kam ich zum Theater wieder und schrieb meine erste Revue für Big Band und bin so über in Berlin zum Friedrichstadt Palast eigentlich wieder zum Musical gekommen. Eigentlich eher über Show und Revue. Und dann kam Paradise of Pain raus, dann kam Elements raus. Ich hatte teilweise, also eigentlich meine Karriere vorbei, weil zwischen 30 und 38 hatte ich in Deutschland jedes Jahr 2 bis 3 Stücke laufen. Und so kamen dann auch die Verkaufszahlen dann irgendwie zustande, weil alleine Elements haben 3/4 Millionen Menschen gesehen und das ging halt damals nur in Berlin im Friedrichstadtpalast und so kam ich dann wieder zum Theater. Aber Sie sehen, das ist quasi von Jazz, Fusion, Rock zur Klassik, dann zum Theater, dann zur Revue und jetzt bin ich hier in Wien. Das klingt eigentlich nach Erfolg von Anfang an. Was von damals an beginnt, die ersten großen Herausforderungen? War die größte Herausforderung am Anfang? Die größte Herausforderung war damals, glaube ich, als ich mit Chaka Khan auf der Bühne stand. Das war das erste Konzert, war in Athen und da war noch Whitney Houston dabei. Und das war, wenn man da 27 war, da hat man sich in die Hosen gemacht. Wissen Sie, wenn man so von in dieser Größenordnung spielt und wenn ich mir heute die Aufnahmen ansehe, da merkt man schon, dass man die Hosen voll hatte, dass man da auf der Bühne stand und war eigentlich, heute würde ich das viel entspannter irgendwie angehen. Aber das war, ich muss aber dazu auch sagen, das geht auch in der Liga nicht ohne Disziplin. Da muss man auch liefern. Also das ist nicht nur irgendwie Spaß gewesen und man Glück hatte, sondern man musste halt auch wirklich unglaublich gut vorbereitet sein. Ja. Mir hat meine österreichische Musikerin im Interview gesagt, sie ist im Showbusiness. Hm. Und im Showbusiness ist Show und Business ist das längere Wort. Und so klingt es für mich auch jetzt. Nach viel Disziplin, nach viel Arbeit, nach sehr viel Leistungsdruck teilweise auch. Ja, ich habe das jetzt, wir sind ja gerade hier, wir sind gerade mit Marc Seibern auf Tour, wir stehen morgens um 8 Uhr auf, wir sehen uns meistens im Gym hier, trainieren erstmal, um körperlich auch fit zu sein, weil du bist ja von 3 Uhr Aufbau, du hast dauernd Fernsehdruck, es ist ja irgendwo eine dauernde Beobachtung da und ich glaube, es ist nicht gut, dass man auf der Bühne merkt, dass man angespannt ist und deswegen muss man sehen, dass man seinen Standard, wenn man auch mal schlecht drauf ist, so hochschraubt, dass sie immer noch gut genug ist. Nach den Anfängen quasi jetzt mit dem mangelnden Talent am Klavier, von dem Sie kurz erzählt haben, ja. Was war so der Zeitpunkt, wo Sie zum ersten Mal für sich gespürt haben, die Musik wird meine berufliche Zukunft werden? So das Gefühl, das mache ich jetzt wirklich zum Beruf. Das war mit 12, 13 klar, nachdem ich meinen Weg gefunden habe, dass es noch eine andere Welt gibt als die klassische Musik. Ich war ja nur mit klassischer Musik und Opern konfrontiert. Und das seitdem ich 3 Jahre alt war. Ich war von Don Giovanni bis alles. Und für mich war dann klar, ich hatte früher viel gemalt, Comics gezeichnet oder so weiter.
Und wurde dann aber wusste irgendwie die Kombination von diesen Elementen mit Rockmusik und Jazzmusik und die Freiheit zu haben, Songs zu schreiben und sich selbst damit zu therapieren. Das war für mich, Musik war Therapie für mich. Und das war für mich, es gab für mich dann keinen Ausweg. Ich wusste ganz genau, ich möchte mit der Musik mein Geld verdienen. Habe das bis heute eigentlich ganz gut durchgezogen. Ja. Mit 12, 13 ist ein spannendes Alter. Wie haben damals die Eltern reagiert? Exkommuniziert, weil ich halt nicht mehr in der Klassik war. Ne? So. Aber mein Vater hat zu Hause nur Jazz gehört, lustigerweise. Dann hat er gesagt, okay, wenn, dann machen wir das auch richtig. Dann haben sie mir Workshops bezahlt in Berkeley, im Mozarteum, habe ich mein Kompositionsdiplom und so weiter. Die haben schon versucht, dass ich noch ausbildungstechnisch noch immer auf der Zielgerade war. Aber gleichzeitig habe ich mit 15, 16 wieder verstanden, ich muss auch wieder klassisch Klavierunterricht nehmen. Aber dann habe ich auch das dann kontinuierlich gemacht aus freiem Willen irgendwie und nicht gezwungen. Und die Freunde, das gleichaltrige Umfeld, wie haben die damals reagiert? Gar nicht, weil in der Zeit... Frank den Musiker, dein Motto? Nein, also in der Zeit war es so, ich war auch unglaublich schwer erziehbar, weil ich wusste halt genau, was ich machen wollte und war in der Schule nicht besonders gut. Ich hatte viele Schulwechsel hinter mir, auch weil meine Eltern halt viel unterwegs waren. Aber ich habe dann am Ende, glaube ich, in meiner Schule, wo ich dann Abitur gemacht habe in Frankfurt, die haben dann auch alle Augen zugedrückt. Die haben gesagt, du, der wird nie Biologie, nie Medizin. Ich habe dann, glaube ich, einen Leistungskurs Musik gegeben, schon noch in meiner Schulzeit, weil ich wusste natürlich viel mehr und habe dann vielen Lehrern Jazz-Licks gezeigt zu der Zeit im Internat. Also es war schon sehr spannend. Ich danke der Schule heute, dass ich dann doch irgendwie noch ein ganz gutes Abitur gemacht habe. Jetzt haben Sie ja von den anfänglichen Erfolgen schon einiges erzählt. Was war so der persönliche Durchbruch, wo Sie das Gefühl gehabt haben, zum ersten Mal in Ihrer Laufbahn, jetzt habe ich es geschafft? Ich glaube, das war durch den ARD-Fernsehpreis die Goldene Europa, weil da war irgendwie so ein Zeitpunkt, da war Paradise of Pain kam raus, Elements in Berlin kam raus, Snow White kam raus, was bis heute gespielt wurde, und da wurde ich zum ersten Mal wirklich als Komponist oder als Autor wahrgenommen, weil vorher war es ja immer so, ich habe zwar meine Soloalben gemacht, aber dann hatte ich so meine Credibility in ganz, auf einmal war das so ein Ding, ich hatte so eine goldene Statue in der Hand. Und ich werde das nicht vergessen, Udo Lindenberg hat an dem Abend den Fernsehpreis für sein Lebenswerk bekommen und ich als bester Nachwuchskünstler. Und wir haben die Statuen wurden vertauscht. Und heute hat, glaube ich, Udo immer noch den Nachwuchskünstler in seinem Toilette stehen und ich habe seine für sein Lebenswerk. Das haben wir nie getauscht. Und wir haben es dann irgendwann mal gesehen, die Musical Fuzzi. Und die stehen heute da. Und das war irgendwie natürlich eine Auszeichnung, wo auch dann die Welt, es war natürlich immer auch eine Behauptung von der klassischen Musikwelt, was macht der, ihr Sohn, der hat, tritt nicht in ihre Fußstapfen, der macht U-Musik. Ja, das war dann schon ein Standing gewesen, wenn man sagen könnte, man kriegt dann für seine Werke einen Preis. Ja. Und die Eltern haben dann, wie haben dann die Eltern quasi, nachdem sie quasi exkommuniziert worden sind, als der Vater gemerkt hat, wow, so naja, geht seinen Weg. Schauen Sie, das war so, wenn, als ich in Berlin war, im Friedrichstädter Palast lief eine Revue von mir und er sang Lohengrin in der Staatsoper. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist, ich bin dann rüber vom Friedrichstädter Palast in die Staatsoper. Dort lief der alte, seriöse Nimsgern und der junge Nimsgern lief im Friedrichstädter Palast mit der Girly Kick. Verstehen Sie, was ich meine? Ernst genommen, ich weiß nicht, wurde ich nicht wirklich. Ich glaube, das kam dann erst, nachdem man so ein Award auf dem Tisch stand, dass es dann doch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Ja. Das klingt eigentlich jetzt nach Erfolg und noch mehr Erfolgen. Gab es denn auch wirklich ein schmerzhaftes Scheitern zwischendurch? Nein, das war nicht nur Erfolg. Mein erstes Stück in Berlin war ein unglaublicher Flop gewesen. Nur der Tagesspiegel schrieb irgendwie, aber die Musik ist mal was anderes. Aber der Weg war nie nur Erfolgs. Das war natürlich, ich bin ein Workaholic. Ich habe unglaublich viel gemacht. Aber allein zum Beispiel dieses Jahr kommen 4 Produktionen von mir raus. Bedingt durch Corona. Sie erfahren doch nur von denen, die erfolgreich sind, von denen, die nicht sind oder so. Ne? Und das ist halt immer eine Mischkalkulation. Aber man darf sich auch nicht so nur auf eine Sache versteifen. Ne? Aber es ist nicht einfach so, dass ich einen Manager habe, der sagt, wir müssen unglaublich viel machen und wir sind eine One-Man-Show. Auch das Gleiche ist, das sehen Sie ja auch an Herrn Hallervorden oder Marc Seibert, diese ganzen Leute, das sind alles Workaholics, die haben Ziele vor den Augen und die wollen das. Und wir müssen uns da jeden Morgen selbst in den Popo treten, um wieder neu aufzustehen. Weil manchmal hat man
Frustration. Manchmal spielt auch die Gesundheit nicht mehr so mit, wie man, das muss man einfach ganz knallhart sagen. Ja. Aber quasi auf den Beginn des Erfolges, darauf wollte ich hinaus, gab es auch einen konkreten Moment des Scheiterns, wo es sagt, okay, entwickeln wir uns, scheiße, da bin ich jetzt am Rand gestanden. Naja, es gibt ein Problem, glaube ich, in Deutschland ist es einfach so, dass man als deutscher Komponist wird man nicht wirklich nachgespielt. Es werden immer die gleichen Stücke nachgespielt. Also es ist so ähnlich wie in der Oper. In der Oper, es gibt 18 Operntitel, die immer gespielt werden. Das sehen Sie zum Beispiel in der Staatsoper genauso. Wenn ich hier vorbeiging und sehe Rigoletto, schau La Cenerentola oder was, es ist seit 100 Jahren wird das Gleiche gespielt. Und im Musical ist es leider auch so ähnlich. Wir deutschen Komponisten, da gibt es ja ganz wenige nur noch, werden einfach nicht so nachgespielt. Und das ist manchmal sehr frustrierend, dass man jeden Tag, jedes Jahr wieder Klinken putzen muss bei Intendanten und sagen, hallo, hier bin ich und das war erfolgreich und so weiter. Und wir stehen unter einem so kommerziellen Druck, verkaufen zu müssen, das finde ich nicht gerecht, im Gegensatz zur E-Musik, die im Grunde genommen mal einen artifiziellen Pups lassen kann und ist trotzdem subventioniert. Wir müssen halt überleben können. Deswegen ist das nicht nur mit Erfolg gekrönt, sage ich ganz ehrlich. Von all diesen vielen Produktionen, Auftritten, von dieser doch sehr breiten und auch langen Erfolgsgeschichte jetzt schon, welche Projekte oder welche Musicals sind so die persönlichen Highlights? Was sagen, da bin ich besonders stolz drauf? Also stilistisch gesehen war Snow White für mich damals so ein stilistischer, wo ich wusste, okay, das wird das moderne, progressive Musical für mich so sein. Heute würde ich es wieder anders machen. Danach kam Der Ring, der bis heute seit 12 Jahren immer wieder nachgespielt wird. Das heißt, man hat dann doch schon einen Nerv getroffen. Also Der Ring ist schon eine Sache, wo ich sagen würde, das war okay. Ich würde heute, jetzt gerade, wo es in der Woche wieder Premiere hat, im Festspielhaus Füssen, denke ich manchmal, mein Gott, wie konnte ich sowas schreiben? Das denkt man halt, wenn man 14 Jahre alt. Aber dann verstehe ich wieder, es war die Zeit und so weiter. Der Ring ist wichtig. Also es ist schwierig zu sagen, wir wissen es genauso, Sie sind ja auch Vater, wenn Sie mehrere Kinder haben, Sie könnten noch nie sagen, das ist mein Lieblingskind, oder? Verstehen Sie, was ich meine? Jedes ist für seine Zeit irgendwo. Jetzt natürlich ist mein neues Werk Jack the Ripper, was jetzt im Theater Hof rauskommt, da habe ich so viel Energie reingesteckt, dass ich hoffe, dass es ein großer Meilenstein wird, also auch stilistisch gesehen, weil wir wirklich eine Bandbreite von großer romantischer Musik bis zu Hard Rock gehen und so. Was ich hier spannend fand, René Revita, Komponist, Produzent, Artistic Director und Sie haben eine eigene Band auch noch. Ja, das ist die Vergangenheit. Es gab immer diese Nimskin Group, wir waren ja auf der ganzen Welt unterwegs, auch fürs Goethe-Institut. Und irgendwie wurde die dann von Theatern, als ich dann meine Produktion mit Orchester und Band, und haben die mir gesagt, ja, da bring doch deine Musiker irgendwie mit. Weil die klassischen Musiker waren nicht für diese Stilistik ausgebildet. Und seitdem wird diese Band immer wieder gebucht in verschiedenen Besetzungen. Ja. Und deswegen bin ich halt jetzt immer noch quasi Bandleader, aber nicht mehr so wie ich früher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt in Deutschland zum Beispiel in Pforzheim, Theater Pforzheim läuft eine Produktion Freedom, da spielt die Frank Nimskin Group. Dann spiele ich, zur gleichen Zeit haben wir in München gespielt. Ich habe dann verschiedene Besetzungen, wo ich aber die Arrangements schreibe, aber teilweise gar nicht da vor Ort mehr sein kann, weil ich manchmal kann mich ja nicht klonen. Ja. Ich glaube, was viele Menschen aktiv von Frank Nimskin nicht kennen, aber gehört haben, sind die Filmmusiken. Sie haben auch viel Filmmusik komponiert. Ja, was kennt man sicher, wo man gar nicht an sie denkt? Tatorte kennt man halt. Es gab auch viele Sachen. Werbejingles, Peugeot habe ich geschrieben, Langnese habe ich geschrieben. Die Leute kennen die Melodie, wissen aber gar nicht, dass das von mir ist. Und so. Carlsberg ist ein weltweiter Spot, den kennt jeder. Das ist auch von mir, aber das steht ja nicht unten drunter Musik von. So, und bei den neuen Serien steht ja gar nicht mehr, ob er dir die Musik geschrieben hat und so weiter. Aber ihr habt diesbezüglich auch viel gemacht, ja. Ich persönlich wurde aufmerksam auf den Frank Nimskern durch Dieter Hallervorden, durch dieses in meinen Augen wirklich jetzt gigantische Album. Dankeschön. Ja. Wie kam das zustande? Kann man über das Album mit der CD 80 Plus und auch über das Projekt mit Dieter Hallervorden sprechen? Das 80 Plus war eigentlich ein Trial by Error. Also der Thomas, der Schmidt-Ott, der jetzt Intendant ist vom Deutschen Sinfonieorchester,
Und ich haben immer, wir haben ja früher bei TUI Cruises die ganze Mein Schiff Entertainment zusammen gemacht. Also Produktion. Wir haben irgendwie die Idee gehabt, wir gründen die älteste Boygroup der Welt. Mit Dieter Hallervorden, Roberto Blanco und Heino. Jetzt kann man es ja mal sagen. Und als der erste Song entstand und hast du Stress mit deinen Hämorrhoiden und so weiter, das haben wir alles gestrichen dann und so weiter. Sind die aufgenommen worden? Was? Gibt es dem Tresor irgendwo, sind die aufgenommen worden ja, oder nicht? Ja, irgendwie, es gibt Texte, die haben wir dann aber wieder streichen. Jedenfalls war das dann so, als wir das präsentiert haben, war Hallervorden sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ich gehe morgen ins Studio und singe das irgendwie ein. Aber die anderen zwei fanden das nicht mehr so toll, weil das war denen zu, ja, also dafür liebe ich auch die Hallervorden, dass der gesagt hat, der hat spontan gesagt, tolle Musik, toller Text, wir nehmen das morgen auf. Und daraus wurde dann quasi, das war ein Song und das wurde so gut, dass Dieter gesagt hat, ich möchte mehr. Welcher war das? Mein Leben? 80 plus. 80 plus. 80 plus. 80 plus. Okay, ja. Okay. Ja. Ist ein Hammer. Das war die Hymne quasi gewesen. Man sollte eigentlich der Song war eigentlich für diese Boygroup geschrieben. Und daraus haben wir dann gedacht, pass mal auf, ich habe ihn damals gesiezt. Und wir kannten uns gar nicht. Wir kannten uns nur von der Bühne. Mich vom Friedrich Schipper lassen, ich ihn so natürlich kannte hier und so weiter. Und wir haben uns 5 Monate gesiezt, ganz ehrlich. Und wir haben dann, wir sind dein Leben durchgegangen. Was ist wichtig in deinem Leben? Und deswegen ging das dann auf der Platte 80 plus, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ehe, Gender, Freiheit, sind alles Herlauf, das ist, und daraus wurde ein Lebensalbum. Und somit sind wir in dieser Zeit, und ich muss sagen, das gibt es bei mir ganz selten, und ich glaube, das sagt der Hallervorden auch, er zählt jetzt heute mit zu meinen 3 besten Freunden. Wir reden täglich, der ruft zum Beispiel gestern vom Konzert an und sagt, Frank, ich wünsche dir toi, toi, toi und so wünsche. Wir sind durch dieses Lebensalbum so zusammengewachsen, weil natürlich das so intim war. Wir mussten ja genau in sein Leben einsteigen und Thomas musste das umsetzen. Und es war, um es ganz ehrlich zu sagen, es war eine fantastische und gleichzeitig eine Liebes-Hass-Beziehung, weil es natürlich so war, ich habe den Song Freiheit 5-mal komponieren müssen. Es war ihm nie gut genug. Ja, er hat mich zum Wahnsinn getrieben. Und es gibt also im Studio Szenen, ich glaube, Ende des Jahres kommt so ein Film raus, da schreien wir uns an. Denkst du wirklich, das ist unglaublich. Also diese Produktion war unglaublich anstrengend, aber dadurch ist am Ende, ich hoffe, das hört man auch, da ist eine unglaubliche Energie auf dem Album. Und textlich gesehen auch eine sehr intelligente Art, wie man Popmusik machen kann mit R&B, aber trotzdem sein Leben so konfigurieren kann in Musik, dass es auch wirklich Tiefe hat. Und um jetzt die Story mal abzuschließen, wir haben uns 4 bis 5 Monate gesiezt. Und als ich dann mein Leben geschrieben habe, habe ich in die Noten geschickt und so weiter, hatte ich gesagt, er möchte das verfilmen. Ganz spontan. Und in einer Woche hat er dann die Belitz klar gemacht, kommt und so weiter und ich möchte dich dabei haben. Und ich das erste Mal, dass ich Dieter Hallervorden persönlich kennengelernt habe, war 5 Minuten vom Dreh. Also was Sie da im Video sehen, wir kannten uns gar nicht. Und wir haben uns gesehen und der Name, ich bin der Dieter, so ungefähr. Ja. Und 10 Minuten später, das Video ist ohne Regieanweisung. Das stand ich am Klavier, habe das gespielt, der hat legte die Hand auf mich. Da ist kein Cut drin. Und seitdem sind wir, das war wie, es gibt ja manchmal solche Menschen, die klicken. Und wir haben sofort geklickt und dann wurde sofort das zweite Ding geplant. Da haben wir Weimar, haben wir Palim gedreht. Und daraus wird jetzt, aus dem ganzen Ding wird vielleicht jetzt noch mehr, aber das Album war wirklich auch für mich ein absolutes Lebensereignis, weil aber auch Hallervorden eine unglaubliche Persönlichkeit ist, die einzigartig ist. Das Album ist auch extrem erfolgreich, ist wirklich absolut hörenswert, egal wo man sich musikalisch vom Geschmack einschätzt, muss man gehört haben. Bleibt das Album ein One-Hit-Wonder von Dieter Hallervorden oder ist noch was geplant? Ja, wenn es nach Dieter geht, musste ich morgen, er hat schon angefragt dieses Jahr. Wir werden auf jeden Fall, also ich habe mit der Plattenfirma gerade klar gemacht, dass wir dieses Jahr noch einen Weihnachtssong rausbringen. Wir werden auch sehr viel Furore machen. Wir planen auch eine 80-Plus-Show und so weiter. Aber wie gesagt, ihr dürft bitte nicht vergessen,
Ich habe zurzeit dieses Jahr noch 4 große Produktionen. Eine hat letzte Woche ja Premiere im Festspielhaus. Dann kommt Shakespeare Sturm, dann kommt Dirigat, dann kommt Jack the Ripper raus. Hallervorden ist auch super busy, der hat ja noch einen riesigen Filmvertrag noch. Wir nehmen uns, aber am Silvester haben wir diese CDF-Gala gespielt, da saßen wir da zusammen und da planten wir, da ich dachte, Dieter, du bist 86. Ja, es ist der Wahnsinn. Und diese, aber das muss man, aber das ist genau, was ich meine. Das sind Leute, deswegen sind die auch so erfolgreich. Die, wenn die, glaube ich, wenn die nichts machen würden, ich glaube, dann würden die sterben. So, der muss das machen. Und ich bin irgendwie so ähnlich, aber was er mit 86 macht, ist so eine Inspiration, was er auch in Ideen entwickelt und er braucht es. Und das ist wirklich ein Beispiel, dass man alt, man muss erstmal dankbar sein dafür, dass man so alt werden darf. Und dann sieht man sieht wieder, man ist selbst für sein Glück verantwortlich. Und das zeigt Hallervorden. Jetzt zurück zum Frank Niemsker noch. Bei all dem Erfolg, den Sie der alte vielen Erfolgen, auch der Anerkennung vom Publikum, die Kritiken, die Auszeichnungen. Was waren auf diesem Weg oder was sind für Sie beim täglichen Tun so die Magic Moments, die Momente mit Gänsehaut oder mit Tränen in den Augen? Was sind die großen Magic Moments von Frank Niemsker? Nein, die Magic Moments waren früher natürlich, wenn du eine Uraufführung gehabt hast. Ja, also du schreibst, das ist ja wie ein Kind zu bekommen, du schreibst 12 Monate an so einem Ding. Du schreibst 24, 28, 30, 32 Songs, davon bleiben dann 23 übrig. Und dann bringst du das irgendwie zusammen mit deinem Cast. Da kommen ja viele Menschen auf, da kommt diese menschliche Energie. Und wenn du dann, wenn the curtain's coming down am Ende und die Leute nehmen es an, das ist ja wie ein Kind, was du zur Adoption freigibst und was hoffentlich geliebt werden wird. Im Grunde genommen ist es, was wir machen, ist to love and to be loved in return. Das ist das ganze Prinzip. Es geht, glaube ich, gar nicht mehr um hier Geld verdienen oder sowas oder kommerziell erfolgreich. Es geht angenommen zu werden. Also dieses Uraufführungsprinzip, das als Autor, dass ein Stück funktioniert und angenommen wird, ist das Größte. Es ist wie, als ob du ein Kind bekommst, sage ich mal so. Und das letzte Glücksmoment, was ich wirklich hatte, war, das hat gar nicht so viel auch mit Kommerzialität zu tun. Das hat damit zu tun, dass es war diese Corona-Zeit, wir haben jetzt, sehen wir ja hier, wir haben jetzt mit Wien 2 Jahre die Konzerte verschieben müssen, die ganze Zeit. 2 Jahre waren wir hier. Und letztes Jahr im Oktober hatten wir wirklich in der Dortmund-Westfalenhalle einen Moment, den kann man nicht mehr beschreiben. Nämlich, da kam mein Leben raus. Ja? Und wir hatten zu dem gleichen Tag die Dortmund-Westfalenhalle mit Silbereisen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie waren 18 Monate haben keinen Menschen gesehen im Publikum und gehen raus in die Westfalen auf so einer Rampe und auf einmal sehen sie 20.000 Leute und sie stellen einen neuen Song von meinem Leben, was ja kein Schlagersong ist, aber auch ein ziemlich komplexer Text ist. Ja, war ja auch ein bisschen was zitiert von Eichendorff und so weiter. Und dann sie gehen mit einem Mann, mit Hallervorden, der 86 Jahre ist, setzen sich ans Klavier und sie wissen nicht, wie diese Leute reagieren. Wissen, was da zusammenkommt. 2 Jahre niemand zu sehen, kein Publikum zu sehen, neuer Song, ein Künstler, der über 80 ist, ein Komponist, der seit 2 Jahren und eine Band, die sagt, und jetzt checken Sie mal, und eine Fernsehsendung, die 7 Millionen Leute sehen. Mein Leben, du warst kein Ponyhof. Ich provozierte als Clown und als Philosoph. Ich kreiste um Gott, um den uralten Turm. Und ich weiß nicht, ob als Falke oder als Sturm. Du weißt, ich lebe stürmisch und schnell, als Träumer, als Macher, Phantast und Rebell. Du sorgst dafür, dass es weitergeht, mit Schutzengeln nach manchem Stoßgebet. Dieser Moment, dass die danach aufstanden oder dass sie dann wirklich applaudiert haben. Dieter sind die Tränen runter, mir sind die Tränen, wir waren sowas von erleichtert. Das war ein Moment, den werden wir alle, auch Thomas Schmidt-Ott, werden wir nie, glaube ich, bewältigen. Danach, ihr habt das mit dem Handy sogar festgehalten, diese Menschen, verstehen Sie, das war schon ein schneller Moment. Ja. Wir haben sehr viele junge Zuseher, die sich jetzt auch denken werden, boah, ich möchte auch so mit Freude, mit Begeisterung erfolgreich werden.
wie fangen die es gern? Egal in welchem Bereich, ist es ein Startup, ist es Wirtschaft, ist es Kunst, ist es egal in welchem Bereich, was wäre aus Ihrer Sicht so als der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens auch mit Freude und Begeisterung erfolgreich werden möchten? Ganz einfach, man sollte sich immer vor Augen halten, dass wir hier, besonders, also jetzt, ob es jetzt Österreich ist, Deutschland, Frankreich oder was auch immer, wir sind hier, warum auch immer, auf on the sunny side of the world. Das darf man nie vergessen. Ausbildungstechnisch, alles, sozial, versicherungstechnisch, das sollte man immer wissen. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Die Leute in Russland, die wir jetzt auch sehen, oder Ukraine, ja, wenn ich Leute hier sehe, Querdenker, die sich beschweren, sie können nicht die Meinung sagen und so weiter, dann soll, es ist einfach diese Arroganz, die wir hier teilweise in Deutschland haben. Das empfehle ich Leuten, dass sie stay humble, also Demut irgendwie sehen, dass sie dankbar dafür sein können, dass sie hier erstmal geboren sind und daraus das Beste machen, ganz einfach. Weil 80% der Weltbevölkerung kann das nicht sagen. Und diese Dankbarkeit, die muss ich mir jeden Tag selbst auf die Stirn schreiben, weil wir sind manchmal auch verdammt verwöhnt, wenn wir jetzt sehen, was hier in Russland, das kann in Russland passiert, dass Leute ins Gefängnis gehen, weil sie eine andere Meinung haben. Sie haben jetzt bei all diesen Erfolgen auch das Wort Disziplin, Workaholic, auch in den Mund genommen vorher, Planung, Vorbereitung, viel Zeit investieren, um Dinge dann auf die Welt zu bringen. Gab es auch in all diesen disziplinierten, erfolgreichen, durchgeplanten Projekten nochmal wirklich verrückte Dinge, die Sie gemacht haben? Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe in meiner Laufbahn war? Das Verrückteste? Naja, ich meine, schauen Sie mal einfach, das Verrückteste ist gar nicht so, wasn't so nice, weil... Also ich habe einen Dresdner Staatsoperator, der Mann mit dem Lachen kam raus. Und das war wirklich ein tolles Stück, auch toll inszeniert. Und dann bekamen wir den Preis für das beliebteste Musical an dem Tag. Und an dem gleichen Tag kam Covid durch, dass alles dicht gemacht wird. Also in Sachsen. Das heißt... und jemand konnte das Werk sehen. Das war nicht so, wasn't so funny. Ja? Da hätten sie jetzt wirklich durchstarten können. Das Stück wurde nie wieder gespielt, können Sie sich das vorstellen. Also sage ich, das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Ich habe so viele Sachen verloren in den letzten 2 Jahren, das kann man gar nicht aufzählen. Deswegen, ich bin unglaublich dankbar, dass wir jetzt hier in Wien sind. Ich habe auch gerade mit Marc gesprochen, als wir wieder da. Die Tournee, die ja 2,5 Jahre verschoben wurde, die wir jetzt machen, die wurde 2,5 Jahre, wollte vor 2 Jahren stattfinden. Ne? Also ist ja doch jetzt, wie lange dauert die Karriere jetzt schon? Sie sind jetzt, also die ersten Erfolge? Mit 17, 18. Also jetzt sind Sie dann seit? Ja, seit 32 Jahren. Ne? Wow. Gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus diesen 32 Jahren? Ja, am Ende zählen die menschlichen Verbindungen, ganz ehrlich. Das habe ich auch mit Hallervorden. Das ist, so klar wurde mir das bei Hallervorden, der Mann, der wirklich eine Karriere hatte, die wir nie haben werden. Keiner von uns wird diese Karriere haben, der seit 60 Jahren eine Präsenz hat wie fast kein anderer deutscher Schauspieler. Und ich habe dann verstanden, dass das kommt nicht von irgendwas, das kommt eigentlich, weil er halt so ein Wahnsinniger ist und weil er auch wirklich die Geschichte von Nonstop Nonsense, ich habe das nie gewusst, er hat ja die erste Nonstop Nonsense selbst produziert, das wollte auch niemand haben, das hat er produziert. Auf eigenem Antrieb, genauso wie wir heute wieder sagen, okay, wir nehmen Geld und wir stecken es irgendwie rein oder so weiter. Und das war für mich ein Moment, wo ich sage, Entschuldigung, ich habe jetzt die Ursprungsfrage vergessen. Die wichtigste Erkenntnis. Ja, und dass wir heute so menschlich oder mit vielen anderen Menschen, dass ich über die Kunst eine Menschlichkeit erleben durfte, das ist für mich eigentlich das Größte. Denn am Ende bleibt das. Wissen Sie, irgendwann kommt niemand mehr, was auch immer, was dann am Ende bleibt, ist Ihre Frau, ist Ihre Familie, Ihre Kinder und so weiter. Es ist traurig, was ich sage, aber es ist so. Weil alles, was wir schaffen, ist im Grunde genommen auch ein Luxusgut. Man braucht uns nicht wirklich. Ja? Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen. Nur was ich natürlich möchte und deswegen wollte ich Komponist werden. Ich wollte etwas schaffen, was bleibt. Und vielleicht, und deswegen hat mich auch die Zusammenarbeit mit Hallervorden so beglückt, auch beim Song wie Mein Leben. Dieser Song wird bleiben. Das passt, ist gleich eine gute Überleitung zur nächsten Frage.
sie trotzen vor Energie, sie gehen halt auf die Bühne, sie haben noch die nächsten Jahrzehnte geplant, oder die nächsten Jahre geplant mit Projekten und schon nächsten Meisterwerken. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würden Sie den heutigen Tag verbringen? Genauso. Das ist genau, was ich genau sagen. Ich glaube, das muss man sich. Ich habe in den letzten 5, 6 Jahren meine zwei besten Freunde verloren, mit 55, 56 Jahren. Ich habe zwei Intendanten, sind schon tot, denen ich viele Produktionen zu verdanken habe, die an mich geglaubt haben, die sind heute nicht mehr da und sind mit 60 noch nicht, die wurden dann nicht mal gestorben. Man muss Carpe Diem, kann man nach wie vor gar nicht genug sagen. Und gerade jetzt mit Hallervorden, also jetzt kommen wir wieder auf den zu sagen, der ist ja genauso drauf. Ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend, ob ich mal so alt werde. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf und den ich versuche, so gut wie möglich auszuführen. Auch heute Abend, wenn ich auf der Bühne stehe, ich gehe nach dem Konzert, es ist meine Band, oder sie verstehen das auch meistens nicht, ich habe alles gesagt. Ob ich jetzt ein Instrument spiele, was auch immer, ich habe danach kein Bedürfnis mehr zu reden. Wissen Sie, was ich meine? Und das ist was für mich zu tun. Ich versuche mir immer 100-150% den Po aufzureißen. Es klappt nicht immer. Wir sind menschlich. Aber wenn ich das nicht machen würde und ich würde vielleicht am nächsten Tag nicht mehr aufwarten, ständig auf dem lieben Gott und sage, ey, Frank, was hast denn du gemacht? Also ich hab's, kann ich zumindest sagen, ich habe versucht, immer 100% zu geben. Wie definieren Sie für sich persönlich Glück? Glück ist Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Ich glaube, dann kann man glücklich sein. Jetzt haben wir viel gehört über Jahrzehnte Erfolgsgeschichte von Frank Nimsgern, von Projekten, die begeistern, von Projekten, die das Publikum begeistern, die noch am Herzen liegen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Frank Nimsgern und was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man antworten? Ich hoffe, seine Musik. Also das, was ich gerade vorher gesagt habe, deswegen machen wir das eigentlich. Also wenn sich irgendjemand, was weiß ich, heute Morgen mal jemand frühstückt, ja, die sind da von Nimsgern, ich habe ihre Album Aqua oder diese, was ich mit Netrebko zusammen gemacht habe. Am Ende bleiben nur 2, 3, 4 Songs. Das ist aber, wissen Sie, bei großen Komponisten, wenn sie hier, okay, in Wien ist es anders, weil die Leute sehr gebildet sind diesbezüglich. Aber was kennen die Leute von Beethoven? 9. und 5. Ja. Und wenn da von mir irgendwas übrig wird, dann bin ich schon sehr glücklich. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.